Hallo Leute, willkommen auf dem Kanal. Heute sprechen wir über eine mögliche Verstärkung für den FC Bayern München. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt und gebt uns einen Like. Schaut euch das Video bis zum Ende an, um alles über Jonathan Tah zu erfahren, der die Abwehr des FC Bayern verstärken könnte. Jonathan Tah ist ein 28-jähriger deutscher Innenverteidiger, der derzeit bei Bayer Leverkusen spielt. Er hat eine starke physische Präsenz, ist in Kopfballduellen sehr robust und bringt viel Erfahrung aus der Bundesliga mit. Zudem ist er vielseitig und kann in verschiedenen taktischen Systemen spielen. Kürzlich gab Tah bekannt, dass er seinen Vertrag mit Leverkusen nicht verlängern wird, was eine große Chance für andere Vereine darstellt, ihn zu verpflichten. Der FC Bayern hat Tah im Visier, um seine Abwehr zu verstärken, die in den letzten Jahren einige Veränderungen durchgemacht hat. Der erfahrene Bundesligaspieler passt perfekt ins Profil des Vereins. Er ist defensiv sicher und kann auch gut im Spielaufbau mitwirken, was für den Spielstil des FC Bayern entscheidend ist. Allerdings hat der FC Bayern Konkurrenz. Auch der FC Chelsea aus der Premier League ist an Tah interessiert, um Erfahrung in seine Abwehr zu bringen. Der englische Club sieht in Tah eine Schlüsselrolle für seine Verteidigung, die aus jüngeren Spielern besteht. Sollte der FC Bayern den Transfer erfolgreich abschließen, wäre Tah eine wichtige Ergänzung neben Spielern wie Upamecano. Er würde der Abwehr Stabilität und Erfahrung verleihen und dem FC Bayern sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League helfen. Der FC Bayern muss schnell handeln, denn die Konkurrenz ist stark. Wir halten euch auf dem Laufenden und bringen euch die neuesten Nachrichten hier auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.